So, jetzt müssen wir erstmal uns um Japan kümmern. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Wohlwollen. Wir können zum Block einladen. Und wir können das auf 75 hochdrücken. 1 zu 3 Chance. Wir können es probieren. Ich würde es auch eher probieren, als dass wir nachher die Zustimmung wieder verlieren und dann diese ganze Schleife nochmal machen und in der Zwischenzeit haben die einen eigenen Block gebildet oder sowas. Also da würde ich dann eher das hinnehmen, dass wir wieder ein halbes Jahr warten müssen, bis wir die nächste Nation einladen können zu irgendwie sowas. Ja, genau. Also ich würde die Ja. Gelegenheit beim Schopfe packen quasi. Ja, das verstehe ich gut. Und ich würde das auch so machen. Okay. Dann gucken wir, ob Japan rein will. Und jetzt gehen wir mal. Also wir haben noch öffentliche Diplomatie, Tage verbleibend, noch 28. Dann ist das nächste. Aber du hast gesagt, du würdest grundlegende wirtschaftliche Integration direkt hinterher schieben. Ja. Sorgt für Interventionismus-Zielwert plus 2, also das ist interessant. AP-Kosten für Blockunterhalt. Neuseeland 150. Wird das dann weniger oder heißt das dann mehr? Ich hoffe, es wird weniger. Block wirtschaftliche Integration plus 10. Ja, ich Ich denke. bin gespannt. Ja. Also schieben wir das direkt hinterher und gucken, wenn das andere Projekt Ja. abgelaufen ist, was wir dann machen. Jetzt sind wir runter schon wieder auf 750 Aktionspunkte. Aber so ist das halt. Oh, hoffentlich wird das was mit Japan. Das wäre echt cool. Absolut. Was nehmen wir denn nach Japan, dass wir da schon so ein bisschen... Prost, Horsti. Danke für die Kanalpunkte. Wunderkind. Ein Junge aus unserer Gesellschaft ist ein wahres Wunderkind. Wir konnten seine Genialität selbst erfahren. Welche Zukunft sollen wir für ihn ausersehen? Zeigen wir ihn überall herum? stellen wir ihn als Projektentwickler ein? Er ist doch noch ein Kind. Lasst ihn eins sein. Punkte Unzufriedenheit minus 5%. Und was sagst du? Moralisch getrieben, wäre ich jetzt erst doch noch ein Kind, lasst ihn eins sein. Auf der anderen Seite, jetzt taktisch von der Regierungsseite. Wir brauchen keinen Dämpfer für Unzufriedenheit im Moment. Und wir müssen auch nicht. Okay, persönliche Kontrolle ist natürlich auch interessant, dass wir da einen abgezogen bekommen. Wir können ja mal gucken, wo wir denn gerade sind. Genau, hier. Persönliche Kontrolle. Einen runter. Ist ja schon mal nicht schlecht, aber wir laufen jetzt noch nicht Gefahr, dass wir in den Autokratiebereich kommen. Finde ich auch nett. Projektentwickler. Umsetzungszeit für alle Projekte Neuseeland minus 10 Tage. Aber auch nur für ein halbes Jahr. Weiß ich nicht. Da möchte ich, glaube ich, eher, die AP sind gerade so wertvoll. Möchte ich eigentlich nicht die 75 ausgeben. Das Geld ist mir eigentlich schlicht egal. Beziehung zu allen 5 plus 5 ist auch nicht schlecht, aber plus 10 Punkte dauerhaft ist auch interessant. Okay. Also es hat alles irgendwie so seine Licht- und seine Schattenseiten. Das finde ich sehr sympathisch Ja. bei dem Spiel.
Und ich überlege gerade, wie ich Nummer 2 vor mir selbst moralisch rechtfertigen kann im Vergleich zu Nummer 3. So, also wir stellen ihn als Projektentwickler ein, aber eigentlich bin ich, da bin ich ganz bei dir, ist da noch ein Kind, lass ihn eins sein. Ja, und hier kriegen wir auch Punkte dauerhaft. Also ich finde es eigentlich, ich finde es eigentlich ganz schön, wir haben persönliche Kontrolle, wir ziehen davon einen ab. Wir werden in Zukunft immer mal wieder in die Situation geraten, dass wir was bei persönlicher Kontrolle machen müssen. Und es ist moralisch eigentlich auch das Richtige. Genau. Also da bin ich ganz bei dir. Und die Umsetzungszeit für alle Projekte ist super, ist schön. Aber ich würde dann lieber gerne in Bildung und Co. investieren, damit wir viel, 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 viel mehr Menschen haben, die dann vielleicht nicht nur Kinder sind, sondern erwachsene Menschen, die wir dann als Projektentwickler einstellen können. Genau. Also von daher bin ich auch bei 3. Mhm. Alles klar. Dann haben wir das gemacht. Sehr schön. Und Horst, hier schreibt im Chat, wir sind noch keine Autokratie, wir können noch ein bisschen autokratischer handeln. Klingt jetzt auch eher nach CSU. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt CSU ist, aber ich würde zumindest sagen, dass das der erste Teil des Satzes durchaus zutrifft. Also es gibt ja so eine Spannweite an Handlungsmöglichkeiten im politischen Portfolio. Mal unabhängig jetzt von Parteienfamilien oder ideologischen Zusammenhängen. Und da gibt es halt relativ viel Raum für Sachen, die jetzt für den einen noch super, super demokratisch und für den nächsten vielleicht schon der Schritt zu weit in die Autokratie ist. Also da hat es auch ganz viel Meinung und Gefühl und Gespür dabei. Deswegen mag ich übrigens solche Indizes wie diesen Demokratieindex, den wir letzte Woche oder vor 2 Wochen hatten, weil man dann wirklich objektive Kriterien nebeneinander legt, anhand denen man Demokratie misst und es nicht dieses Gefühlsding ist. Ja. So, öffentliche Diplomatie, das Projekt wurde umgesetzt. So, ich mach mal gerade auf Pause. Das macht hier, tickt eine Box bei Siegbedingungen für Diplomatensieg. Es fehlt uns noch Projekt umgesetzt, qualitative internationale Beziehungen. Das fehlt uns noch. Und dann werden versteckte Bedingungen aufgedeckt. Das war hier. Hier hatten wir öffentliche Diplomatie. Und tatsächlich wäre das hier auch direkt zu machen. Aber wir wollten jetzt entweder hinarbeiten auf Tourismus. Wirtschaftlicher Fokus war das. Da fehlen uns noch ein paar AP, die sind aber in Reichweite in 2 Monaten. Oder Erholungstourismus, weiß ich nicht, welches als... Ich will mal gerade schauen, was wir dafür brauchen. So. Wirtschaft, Tourismus, wir brauchen dafür Erholungstourismus. Das heißt... Wirtschaftlicher, das heißt, wir müssten den erforschen und den erforschen, wofür wir 2000 AP brauchen. Also eine Möglichkeit, also Erholungstourismus. Ich mache mir mal nebenbei wieder Notizen. Es ist, ich finde das schön für Gebäude, Resort. Wirtschaft 2x, also Erholungstourismus müssen wir erforschen. Dann hätten wir bei Umwelt die sind alle super teuer. Werten Sie die Bergbauindustrie auf, indem Sie modernere Rohstoffeinnahmen plus 20 bei Metallen für 1,3. Das wäre also der Weg, um aus dem Metalldefizit wenigstens ein wenig rauszukommen. Das finde ich ganz gut. Ja,
Ja, dann also keine Ahnung, was alles unter Modernisierung der Bergbauindustrie fällt. Ach stimmt, wir hatten doch vorhin Bergbau. Jetzt haben wir endlich das Bergbauthema nochmal drin im Spiel. Ja, stimmt. Haben wir gut gemacht. Und also ich weiß nicht, was da alles dazugehört. Umso mehr glaube ich, dass uns das durchaus, trotz dessen glaube ich, dass uns das durchaus helfen kann, weil vielleicht die Rohstoffe besser verwertet werden oder der Schutz der ArbeiterInnen irgendwie besser gestellt ist. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Ja. Das wären unsere Optionen, wenn es um die Metallgeschichte geht. Also hier dran diese zu arbeiten. Diese nachhaltige Raumplanung da unten finde ich allerdings auch ganz interessant. Nachhaltige zwingen Sie Landentwickler und Investoren dazu, die Landschaft sauber zu halten und eine grundlegende Entwicklungsqualität zu unterhalten. Gibt uns BIP-Wachstum minus 0,01. Unzufriedenheit, Zielwert minus 1%. Also vielleicht wäre das ganz, ganz spannend, wenn wir doch diesen Erholungstourismus ja eh fördern. Wenn wir dann die Landschaft auch noch und die nachhaltige Raumplanung an der Stelle so entwickeln würden, dass einfach es bei uns so schön ist, dass Leute für nachhaltigen Urlaub unbedingt zu uns kommen. Mhm. Ja. Also quasi, wir denken diese beiden Politikfelder oder Entwicklungsfelder einfach zusammen. Ja. Regelrecht holistisch. Ja, auf jeden Fall. Widerspricht ein bisschen der klassischen Versäulungslogik von Politik, aber oder von Policy, besser gesagt. Mhm. Aber das ist ganz... Ich mag solche Ansätze. Ja. Ja, ansonsten, also ich meine, wir können jetzt noch weiter gucken, aber einmal der Plan, dass wir endlich mal auf einem freien Bauplatz etwas bauen, ist eine sehr erstrebenswerte Geschichte. Als auch dahin zu kommen, dass wir den Bergbau modernisieren, damit unser krasses Defizit bei den Metallen niedriger wird. Beides erstrebenswert. Deswegen würde ich gar nicht nach mehr Sachen bei den Projekten stöbern wollen. Aber das können wir natürlich auch tun. Wir finden dann nur wahrscheinlich etwas, was uns dann wieder von diesen beiden Sachen, die wir gerade uns überlegt haben, ein wenig abbringt. Auf der anderen Seite, wenn Japan ja so vielleicht klappt. Ja, genau. Wenn Japan klappt, können wir da direkt mal um AP bitten. Ja, vielleicht warten wir wenigstens noch eine Runde. Ja. Bevor wir sie fragen. Was ich übrigens, also vielleicht nur noch abschließend jetzt von meiner Seite, dann höre ich auch auf, ständig wieder vom Thema abzulenken oder Neues anzufangen. Überhaupt nicht schlimm. Ich finde es total spannend, dass hier auch diese Gegensätze aufgemacht wird. Also man hat irgendwie das Grundding und danach geht es weiter mit Bergbauindustrie oder Landschaftsschutz. Und dann spallert sich das sozusagen in diese beiden Bereiche auf. Und wir haben, ist für den Spieler, glaube ich, im Spiel ganz spannend, weil man die Wahl hat, entweder einen Teil richtig krass auszubauen, beispielsweise wenn wir jetzt hier Bergbauindustrie und Raffinerien und Bohrinseln hätten, oder den anderen Teil, weil es einfach nicht genug Aktionspunkte gibt und auch nicht genug Zeit, weil ja nur begrenzte Projektplätze, um alles zu entwickeln. Ja. Und das ist echt eine Herausforderung, diese ganzen Elemente so aufeinander abzustimmen, dass sie trotzdem irgendwie hinhauen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Was wir jetzt machen könnten, wäre, wir könnten nach etwas suchen, ich sag mal, Horsti fragt auch, jetzt bin ich kurz vom Chat. Horst, könnt ihr Import, Export, Geld und Ressourcen machen? Es kostet all diese Sachen, wo wir handeln, kostet sehr viele Aktionspunkte. So 1000 bis 2000 mit unseren Blockpartnern oder da, wo wir ein Handelsabkommen haben. Das ist so ein bisschen das Problem. Da hemmen uns auch die Aktionspunkte tatsächlich. Ansonsten, und dann können wir quasi uns immer einen Batzen von Ressourcen, nicht etwas Kontinuierliches, sondern wir kriegen dann einen Block Metall hingeworfen, quasi auf ein Mal. Und das ändert nichts an dem hier. Deswegen ist das hier auch schon eine interessante Sache, um da jetzt kurz drauf zu antworten. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir können uns jetzt was vornehmen, bevor wir anfangen zu stöbern. Wir könnten uns was vornehmen,
Ich sag mal, wir machen jetzt im Moment pro Monat plus 106. Dann sage ich jetzt einfach mal, wenn wir eine Möglichkeit finden, irgendein Projekt zu machen, was 100 Aktionspunkte oder weniger kostet, dann können wir das in der Zwischenzeit machen. Aber dann legen wir uns das jetzt blind fest, dass wir über 100 Aktionspunkte gehen wir nicht und suchen, was ist günstig. Wäre eine Möglichkeit. Oder wir sparen auf entweder Ressort oder Metalle. Also ich würde den Teil vielleicht noch ergänzen um, es ist günstig und wir brauchen es oder wollen es. Weil wenn es irgendwas ist, was wir dann, was wir nur machen, damit wir es machen, dann können wir es auch sein lassen und dann lieber das Geld sparen. Ja, genau. Nee, das würde ich jetzt nicht machen, sondern tatsächlich, es sollte auch nützlich sein, auf jeden Fall. Okay, dann gucken wir mal. Das hier sind 500, 200 Botschafternetzwerk. Nee, 200. Ja, doch. 200. Spionagebehörde wären 127. Aber wir haben noch keinen einzigen Spion. Westliche Zivilisation. Ach so, wir können hier nichts erforschen, das ist grün. Finanzsystem. Nationale Währung. Hatten wir auch mal irgendwie im Auge. Freies Bankwesen. Privatverordnung kostet auch. Ich gehe es jetzt einfach mal fix durch, wo wir günstige AP-Geschichten haben. Moderne Straßen ist auch teuer. Luftfahrtinfrastruktur auch 500. Agrarsubventionen ist auch teuer. Da waren wir gerade. Bildung. Schulpropaganda hatten wir uns schon gegen entschieden. Ideologie. Okay, hier wäre was. Entweder Geschlechtergleichstellung und also das können wir uns tatsächlich leisten. Also Geschlechtergleichstellung. Treten Sie für Geschlechtergleichstellung ein und räumen Sie Menschen aller biologischen und sozialen Geschlechter dieselben Rechte und Privilegien ein. Unzufriedenheitszielwert minus 1, BP-Wachstum plus 0,01. Für 53 Aktionspunkte. Ich bin sofort dafür. Yay. Dauert relativ lange, aber ist okay. Ah, Unterhaltkosten sind 10 AP, aber ist egal, finde ich. Das ist etwas sehr, sehr Gutes. Absolut. Und es nützt noch unsere Wirtschaft. Ja. So. Dann haben wir das auch erledigt. Und es kann weitergehen. Und jetzt, was sagt Japan? Diplomatische Aktion zum Block hinzufügen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Wir haben... So, Pause. Wir haben jetzt einen Block aus Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Das ist mega, mega spannend, oder? Absolut. Ich freue mich total drüber. Also... Ich bin ja versucht, direkt mal zu gucken. Könnten Sie sich leisten? Also würde gehen. Sie haben mehr als 3000 Aktionspunkte auf Tasche. Sie haben 34.000 Aktionspunkte. Ich hätte auch gerne 34.000 Aktionspunkte. Und wir können sogar Investitionspunkte, um die Wahrscheinlichkeit auf 85 zu pushen, dass wir von denen einfach mal 2500, wir brauchen das, oder? Ich denke. Wir fallen und da zwar. Das ist echt wichtig. Also. Ja. Wir fallen echt ein bisschen mit der Tür ins Haus, aber ja, ich investiere auch direkt. So, und dann würde ich halt auch nochmal positive Aktionen. Können wir gerade nix. Wir könnten Ihnen finanzielle Unterstützung geben.
Ja, wir haben ja genug. Oder? Ja. Die Aktionspunkte sind schon viel. Ja, das stimmt. Blockaktionen. Politische Integration. Japan, dasselbe politische System wie Neuseeland. Nein. Ja, das können wir nicht machen. Das wäre auch, das kommt wahrscheinlich auch erst später im Spiel. Ja, wir könnten ihnen finanzielle Unterstützung geben, aber das kostet uns so viele AP. Infrastrukturelle Unterstützung. Das kostet 350. Das würde ich nicht machen. Ja. Das wäre mir auch zu viel. Ja. So, aber wir haben Japan drin. Und wir machen, wir erforschen Gott sei Dank hier das nächste Block-Dings. Wir können mal auf Blockzusammensetzung gucken. So, und da haben wir jetzt soziale Integration ist 15% mit allen zusammen. Ja. Ich weiß auch nicht so richtig, ob diese soziale Integration eher sowas wie, keine Ahnung, internationale Beziehungen sind oder zwischenstaatliche Freundschaftsbekundungen oder so. Ich weiß nicht, was sie damit meinen mit sozialer Integration. Guck mal. Also, Block-Window provides information about the situation. Ich mach mal gerade den Ton aus. So, das Blockfenster bietet Ihnen Informationen über die Situation im Block des Spielers. Aktuelle Mitglieder und Beziehungen zu Ihnen werden auf der linken Seite dargestellt. Auf der rechten Seite finden Sie Details zu den... Sei doch nicht so schnell. Ich kann das Video leider nicht stoppen. Hier unten Integration... Blöcke können vier verschiedene Integrationsprofile aufweisen. Wirtschaftlich, militärisch, sozial und technologisch. Die Integration kann durch die Einführung von Blockprojekten erhöht werden. Maximale Integration bietet zusätzliche Boni, die von der Art der Integration abhängig sind. Zum Beispiel verleihen militärische Aktionen die direkte Fähigkeit, die Armeen von Blockmitgliedern zu kontrollieren. Soziale Integration etwa erlaubt das Ergänzen von Kulturen der Blockmitglieder als akzeptierte Kulturen des Blockanführers. Ja, super. Okay. Mhm. Das heißt, es wird dann mehr Möglichkeiten und wie du es sagst, die Mechanik wird wahrscheinlich so sein, je besser die Integration ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass uns dann jemand aus dem Block auch verlassen wird oder sowas. Also unseren, absolut, unser Block... Oder zumindest, dass jemand... Mhm. Entschuldigung, sprich, ich habe dich unterbrochen. Nee, hier ist auch so eine Verzögerung drauf. Und manchmal springen die Mikros auch erst an, wenn man so ein bisschen was gesagt hat, so diese ersten Töne schon rausgekommen sind. Und dann ist das ein bisschen unnatürlich im Wortwechsel, leider. Aber ich gewöhne mich da auch noch dran. Ja, wir benutzen im Moment eine tolle neue Technologie, OBS Ninja für die Feinschmecker unter den, aber das wird sich wahrscheinlich auch noch demnächst ändern. Es gibt eine weitere Ausbaustufe davon. Aber da muss ich selbst noch Sachen lernen. Aber weg zur Technik. Was wolltest du zum Block sagen? Ich sehe gerade, ich muss mich strecken. Ich wollte im Endeffekt einfach nur sagen, dass ja diese Blöcke, wenn die mit der sozialen Integration anfangen, mit der wirtschaftlichen Integration weitergehen, in der Regel dann auch zu einem, also zumindest auch in dieser Spiellogik, dann zu einem Militärbündnis werden und möglicherweise dann sogar bis zur politischen Integration gehen. Also so ein paar klassische Schritte. Und das Gute natürlich ist, je attraktiver unser Wirtschaftsraum ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass andere Staaten Teil unseres Blocks werden wollen oder zumindest mit uns handeln wollen. Ja. Ja. Die Frage wäre jetzt, oh, ich habe jetzt gerade noch, ich lenke mich selbst ab in diesem Spiel, weil noch hier oben ist so ein, hier oben können wir Rohstoffhandel machen, wir können Metalle kaufen. Genau, wir können kaufen Metalle für Geld.
Ja, das ist ja super. Ja, cool, dann haben wir doch endlich die Import-Export-Frage sogar noch ein Stück weiter geklärt von Horsey. Ja, also wir können halt direkt Ressourcen von einem Handelspartner bitten, aber wir können auf den quasi hier auf den internationalen Markt gehen und direkt für Geld, was wir ohne Probleme haben, das heißt, wenn es hier oben knapp wird, ich würde sagen, sobald wir bei einem unter 1000 kommen, wird es Zeit, dass wir Sachen einkaufen, ne? Aber unser Geld sieht ja, ja gut aus. Und andersrum können wir natürlich Sachen auch verkaufen. Also auch ja. Sachen, die wir jetzt beispielsweise im Bereich der Rohstoffe neu dazu bekommen, weil wir unseren Bergbau modernisiert haben oder irgendwas. Die können wir dann hier auch wieder anbieten. Was auch super ist. Ja, richtig. Das heißt, das ist schon mal eine schöne Sache. Und jetzt wäre meine nächste Frage gewesen. Wir haben Japan integriert. Wie lange dauert es jetzt? Block. Wir müssen 180 Tage warten. Wen bereiten wir denn quasi schon mal vor? Ich bin immer noch bei Panama. Oh, wie schön ist Panama. Ach ja, Panama. Korrekt. Ja, finde ich schön. Hat einen Verteidigungspakt mit Kolumbien, hat aber sonst keine Sachen. Aber ja, genau. Beziehungen sind 96. Ja, dann würde ich doch mal sagen, schmeißen wir da unsere diplomatische Mission hin. Da haben wir leider, mit denen haben wir vorher noch nichts gemacht. Das heißt, da würde ich jetzt einfach die Erfolgschance mit 75 müssen wir nehmen. Die Investitionen hatten nur 65% der Erfolgschance, ne? Ja. Okay. Naja, dann. Wenn es mit Geld nicht funktioniert, müssen wir das jetzt mit Diplomatie machen. Ich würde tatsächlich diplomatische Mission und Investition beides starten. Weil... Okay, gern. Also aus dem einfachen Grund, wenn diplomatische Mission nicht funktioniert, aber Investition schon, haben wir schon Investitionspunkte. Und wenn wir es dann das nächste Mal mit diplomatischer Mission probieren, können wir unsere Wahrscheinlichkeit erhöhen, weil wir schon Investitionspunkte haben. Wenn diplomatische Mission durchgeht, aber Investition nicht, dann haben wir trotzdem schon bessere Beziehungen, sodass wir in Block integrieren könnten oder Beziehungen verbessern. Also Wohlwollenpunkte erwerben könnten. Hätten wir die Möglichkeit dann trotzdem. Und wenn beides nicht funktioniert, ja, dann so be it. Aber das ermöglicht uns dann irgendwie, und wenn wir Glück haben, geht beides durch. Deswegen würde ich da immer sofort beides drauf ballern. Das maximiert die Möglichkeit, dass wir unsere Erfolgschancen pushen können. Ich glaube, wir beide sollten auch nicht zusammen ins Casino gehen. Wir würden unterschiedliche Strategien fahren. Also bei mir wäre es, glaube ich, eher so dieses, ich warte lieber ab, bis die Erfolgschance bei oberhalb von 80% liegt oder wir das irgendwie so beeinflussen können. Aber ich mag deinen Ansatz und ich finde es total gut, dass der an der Stelle völlig anders ist als meiner und deswegen go for it. Okay. Positive Aktion, Investition bestätigen. Dann haben wir mal gerade 55 Aktionspunkte dafür ausgegeben. Oh, und unser Einkommen, was Aktionspunkte angeht, wird auch immer geringer. Das macht mir auch ein klein wenig Sorgen. Diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Yay. Ich fürchte, ich will jetzt einfach mal gucken. Wir könnten schon wieder Australien nach AP-Punkten fragen, glaube ich. Könnten wir. Ach, können wir denen noch irgendwas Gutes tun? Also irgendwie würde ich gerne mit denen noch so ein bisschen Wirtschaft und Handel und das alles vertiefen. Und wenn es nur ist, dass wir Sachen produzieren, die brauchen. Ich hätte die gerne so ein bisschen gehalten. Also ich weiß auch nicht, ob wir sie irgendwie mit irgendwas unterstützen können. Oder ob wir...